Grüß Gott, Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Immotalk, dem Podcast, der Ihnen als bestehender oder zukünftiger Immobilieneigentümer in München dabei hilft, zum wahren Experten für die eigenen vier Wände zu werden. Dafür öffnen wir auch heute wieder die Türen zur Information, die Ihnen ganz konkret und absolut verständlich dabei helfen, die besten Entscheidungen in Bezug auf Ihre Immobilie zu treffen. Mein Name ist Michael Mühlmann und ich bin Ihr Immobilienexperte in München. Los geht's, packen wir's! Ja, schönen guten Morgen. Es ist Sonntagmorgen und wir starten mit einem neuen Podcast aus unserer Serie Immotalk München, dem Expertenpodcast aus München und für München. Sie wissen, dass wir das Ziel haben, dass wir sagen, wir möchten mit diesem Podcast Sie zum Experten der eigenen vier Wände machen. Und wir haben ja momentan ein ganz heißes Thema draußen im Markt, nämlich die neue Grundsteuer. Und wenn Sie aus München kommen, traue ich mich wetten, dass Sie auch schon vom Finanzamt jetzt ein Schreiben bekommen haben, wo Sie aufgefordert werden, verschiedene Daten einzutragen und diese Daten eben abzugeben. Und wie so häufig ist, der Teufel steckt im Detail und manches ist gar nicht so einfach und manches ist auch gar nicht möglich. Und was nicht möglich ist, erfahren Sie am Ende dieses Podcasts. Denn vielleicht kurz zum Hintergrund, die neue Grundsteuer wurde eingeführt, weil das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2018 gesagt hat, dass diese bisher angewandten Einheitswerte für Grundstücke völlig überholt sind und dass es da eine Neuregelung braucht, weil seit 1964 dürften sich Werte verändert haben und in den neuen Bundesländern sind sie sogar noch älter als 1964. Diese Neubewertung betrifft ca. 36 Millionen Grundstücke und dann sieht man, was das für eine Herkulesaufgabe ist. Man könnte sich natürlich auch mit der Frage stellen, warum beschäftigen wir uns so intensiv mit der Grundsteuer? Denn die Grundsteuer ist tatsächlich eine Steuer, die im Gesamtvolumen gerade mal 2% ausmacht, aber dennoch 14 Milliarden Euro im Jahr 2020 gebracht hat und natürlich den Städten und Gemeinden zufließt. Und da ist es natürlich für Städte und Gemeinden durchaus wichtig, sich diesem Thema zu widmen, denn würde die Grundsteuer nicht mehr fließen, würde den Städten und Gemeinden natürlich da richtig Geld fehlen. Jetzt hat man einen Zeitplan festgelegt und hat 2021 gesagt, okay, wir bringen die Gesetzgebung jetzt hier mal auf den Weg und 2022 möchten wir, dass die Grundsteuererklärungen seitens der Bürger dann abgegeben werden und so wird ab April werden die Finanzämter ja 36 Millionen Grundstückseigentümer anschreiben. Und der Beginn der Abgabezeitraum, ab wann Sie melden können, beginnt zum 1.7.2022. Und Sie haben in diesem Zeitraum von 5 Jahren, und darüber sprechen wir, mit der Grundsteuer, bis sie dann neu erhoben werden soll, nämlich im Jahr 2025, haben Sie vom 1.7.2022 Zeit bis zum 31.10.2022 Ihre Daten abgeben zu können. Und ich bezweifle, dass das vollständig überall möglich ist. Warum das so ist, kommen wir noch drauf. Es gibt ein Bundesmodell. Das Bundesmodell sagt, dass wir unterscheiden zwischen Grundsteuer A, B und C, eben Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Die Grundsteuer B spricht über Grundvermögen und die Grundsteuer C für Bauräufe und unbebaute Grundstücke. Das Bundesmodell sieht vor, dass man Bodenrichtwerte für Grund und Boden mit einzieht und dass ein Ertrags- und Sachwertverfahren für Gebäude durchgeführt werden soll. Ob das für Privatpersonen möglich ist, das würde ich doch sehr stark bezweifeln. Und dass es eine Neubewertung für alle 7 Jahre geben soll oder eben, falls bauliche Veränderungen vorgenommen worden sind. Wir haben dann das Bundesmodell. Und wenn man denkt, es gibt ein Bundesmodell, dann ist das bundeseinheitlich gültig. Da so kann man sich täuschen, denn das Bundesmodell hat eine Öffnungsklausel. Und das bedeutet tatsächlich, dass Bayern zum Beispiel gesagt hat, wir machen ein reines Flächenmodell. Und Hessen hat gesagt, wir machen ein Flächenfaktormodell. Und die Württemberger haben gesagt, Mensch, wir machen reines Bodenwertmodell. Also fast jedes Bundesland bastelt sich da sein eigenes Modell. Es gibt natürlich auch noch andere Länder, die gesagt haben, okay, wir halten uns an das Bundesmodell. Das ist Berlin, Brandenburg, Sachsen, Thüringen beispielsweise. Aber auch Sachsen selbst hat, also Sachsen-Anhalt war Bundesmodell, Sachsen selbst macht ein Bundesmodell mit Abweichungen. Also, dann stellt man sich natürlich die Frage, Mensch, wo geht denn die Reise hin und wo geht es denn speziell in Bayern hin? Und Bayern hat gesagt, ja, wir machen ein wertunabhängiges Modell. Und der bayerische Finanzminister, der Herr Füracker, war da sehr, sehr freudig erregt, hätte ich beinahe schon gesagt, dass er gesagt hat, Mensch, erstmal seit Bestehen der Bundesrepublik kann Bayern ein eigenes Steuergesetz beschließen und wird das auch mit einem wertunabhängigen, einfachen Grundsteuermodell
tun. Das heißt, wir haben zum Beispiel keine Grundsteuer C in Bayern für baureife und unbebaute Grundstücke und auch keine periodische Neubewertung alle 7 Jahre. Das ist sehr verwunderlich, aber die Bayern haben das so eingeführt. Ob sich das so halten wird, werden wir sehen. Momentan ist es so, momentan soll es auch so kommen. Das Flächenmodell in Bayern respektive in München ist sehr, sehr einfach zunächst mal. Denn wie wird ein Grundstück bewertet oder wie wird denn die Grundsteuer bewertet? Da gibt es eine einfache Formel. Das heißt, Sie nehmen einmal Ihren Grund und Boden respektive Ihre Grundstücksfläche, die Sie haben, und multiplizieren jeden Quadratmeter mit 4 Cent. Dann nehmen Sie Ihr Gebäude und nehmen diese Wohn- oder Nutzfläche, multiplizieren die mit 50 Cent pro Quadratmeter und dann gibt's hinterher nochmal die Steuermesszahl, mit der dieser Betrag multipliziert werden kann oder soll. Und im Grundsatz ist diese Steuermesszahl zunächst mal bei 100%, aber es gibt Abschläge bei Wohnen, zum Beispiel bei Wohnimmobilien sind es nicht 100, sondern 70%. Jetzt ist es erstmal, hört sich das super einfach an. Tatsächlich ist es so, da packe ich dann noch meinen Link auf hier in diesem Podcast direkt auf unsere Webseite, dass Sie auch ein Beispiel erkennen können. Wenn Sie also ein Reihenhaus im Stadtteil München-Gern beispielsweise haben und Ihre Grundstücksfläche liegt bei 350 Quadratmeter und Ihre Wohnfläche bei 130 Quadratmetern, nur mal fiktiv als Beispiel, dann haben wir bei 350 Quadratmeter Boden, den multiplizieren wir mit 4 Cent, dann kommen wir auf 140 Euro. Und für die Wohnfläche nehmen wir 130 mal 0,5, also 50 Cent mal Quadratmeter, multipliziert mit 0,7 für die Wohnnutzung, dann sind wir bei 52,50. Und wenn wir das zusammenzählen, sind wir bei 192,50 Euro. Das heißt, wir sind erstmal bei knapp 200 Euro Grundsteuer. Allerdings kommt jetzt hier der Messbetrag und der Hebesatz der Stadt München, der liegt aktuell bei stolzen 535%, also Faktor 5,35. So kommen Sie in München auf eine Grundsteuer für dieses fiktive Beispiel in München-Gern auf 1029,88 Euro pro Jahr. Ja, jetzt könnte man ja sagen, das wäre jetzt relativ einfach. Ist es auch, wenn da nicht der Teufel im Detail stecken würde. Und zwar gibt es ein paar Begrifflichkeiten, darüber muss man reden. Also man spricht zum Beispiel über Wohnfläche. Jetzt, was ist denn Wohnfläche? Die Wohnfläche ist alles, was zu Wohnzwecken genutzte Flächen sind. Die Wohnfläche wird ermittelt durch die Wohnflächenverordnung. Und die Wohnflächenverordnung gibt es seit dem Jahr 2004. Und Sie müssten jetzt mal in Ihre Unterlagen gucken, wenn Sie ein Haus oder eine Wohnung haben, die eine Berechnung hat nach der DIN 283, nach der zweiten BV oder was auch immer, ist es keine Ermittlung nach Wohnflächenverordnung, sondern eine Wohnflächenangabe, die Sie nach diesem Modell nicht gebrauchen können. Natürlich regelt die Wohnflächenverordnung den anteiligen Einbezug von Balkonen, Wintergärten oder ähnlichen, auch Terrassen. Und natürlich regelt auch die Wohnflächenverordnung die Thematik in den Dachgeschossen, Dachschrägen, Gauben etc. Die Wohnflächenverordnung regelt auch, wie es mit einem Keller umzugehen, mit Heizungsräumen. Und die Wohnflächenverordnung regelt auch, wie ist eine Garage zu sehen, ist das ein Wohnen oder ist das eine Nutzfläche oder was ist denn das am Ende des Tages? All diese Dinge gehören da rein und das ist das, was ich zu Anfang Ihnen auf den Weg geben wollte oder Weg geben darf. Wenn Sie die Wohnfläche angeben müssen und Sie wissen nicht, welche Wohnfläche das Sie haben, dann wird es natürlich schwierig. Oder Sie haben eine Wohnfläche, die einfach aufgrund alten Basisdaten passiert. Zum Beispiel die DIN 283, die erkennen Sie immer sehr schnell daran, wenn dann in Ihrer Wohnflächenberechnung drinsteht, abzüglich 3% Putz. Das haben die Architekten damals so gerechnet, hat aber nichts mit Wohnflächenverordnung zu tun. Das heißt, wenn Sie heute wenn Sie die Daten und die Werte reinschreiben, die Sie vielleicht beispielsweise aus Ihrer Teilungserklärung entnehmen, können Sie richtig sein, müssen aber nicht richtig sein. Das heißt, Sie könnten zum Beispiel einen Wert reinschreiben, der viel zu hoch ist. Sie könnten aber auch einen Wert reinschreiben, der viel zu niedrig ist. Tatsächlich würde ich Ihnen empfehlen, eine Wohnflächenberechnung durchführen zu lassen von einem Profi, der darauf spezialisiert ist, Ihre Immobilie zu vermessen. Sie können uns dazu auch gerne ansprechen. Ich stelle noch einen zweiten Link mit dazu zum Thema Wohnflächenberechnung durchführen.
da kann man gucken. Ich denke, dass bei der Zahl von 36 Millionen Grundstücken, Häusern, Wohnungen, Einfamilienhäusern es nicht möglich sein wird, dass die aktuell zur Verfügung stehenden Sachverständigen eine Wohnflächenberechnung durchzuführen, auch das in diesem schmalen Zeitfenster überhaupt schaffen könnten. Ich bin auch davon überzeugt, dass nicht alle 36 Immobilieneigentümer diesen Podcast hören. Also insofern ist alles in Ordnung. Wir wollen nur darauf hinweisen, widmen Sie sich Ihrer Wohnfläche. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, in diesem Sinne, was soll ich sagen? Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch weiterhin einen wunderschönen Sonntag. Denken Sie dran, dass die Grundsteuererklärung in elektronischer Form über das Portal Elster abgegeben werden kann und das wird auch von der Finanzverwaltung eben auch so empfohlen. Elster ist allerdings für diese Erklärungsabgabe erst ab dem 1.7.2022 freigeschaltet. Natürlich kann man das auch über Papiervordrucke machen. Diese Papiervordrucke gibt es nach meinen Informationen bei den Finanzämtern ab dem Juli 2022. Und vielleicht machen Sie es so wie ich. Gehen Sie zu Ihrem Steuerberater, machen Sie es ganz einfach, ohne Stress. Das ist nicht so dramatisch und Ihr Steuerberater kann sich dann auch mit der Thematik Wohnfläche auseinandersetzen. Nein, kann er nicht, er wird auf Sie zukommen. Anyway, also ich habe schon gesagt, ich wünsche einen schönen Sonntag. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie fit, machen Sie was Tolles, tolles Wetter heute. Gehen Sie raus mit der Familie. Danke, Servus und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, in München sagt man, jetzt ist es soweit, dass es soweit ist und so sind wir schon wieder mit der heutigen Besichtigung am Ende angekommen. Ich hoffe, dass Ihnen unser thematischer Rundgang gefallen hat. Wie immer können Sie sich eine kurze Zusammenfassung mit den wichtigsten Themen auf unserer Webseite www.isb-münchen-immobilien.de herunterladen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören oder auch gerne früher, wenn Sie persönlich mit mir über Ihre Immobilie sprechen möchten. Und ach ja, meinem heutigen Gast, zeigen Sie maximale Wertschätzung, wenn Sie diesen Podcast einfach kostenlos abonnieren oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Ihr Michael Mühlmann.